ein. Das Wort hat der Gastredner Gottschalk. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß, Sie waren auf meinen Besuch nicht besonders scharf, aber es ist nicht im Entferntesten meine Absicht, Ihnen hier Ihr Geschäft zu erklären oder die Würde des Hohen Hauses anzutasten. Und auf gar keinen Fall möchte ich den Kollegen Clement bei seinen Weihnachtsbestellungen stören. Ich hatte zwar gehofft, dass Sie mich, sehr geehrter Herr Bundeskanzler, in Ihre Show lassen, nachdem ich Sie auch in meine gelassen habe, aber ich musste sozusagen den Weg durch die Hintertür wählen, weil der Bundestag aus verständlichen Gründen gerne unter sich geblieben wäre. Sie halten es ja wohl für ausreichend, wenn Sie sich hier in diesem hohen, aber schlecht besuchten Hause um das Wohl des Bürgers Gedanken machen, wo kämen wir denn hin, wenn der jetzt auch noch persönlich hier mitreden möchte. Ja, Herr Schäuble, ich sehe, bei diesem Gedanken wird Ihnen mulmig, was? Aber das ist ja das Problem, dass Sie sich längst von den schlichten Gemütern derer, die Sie hier vertreten, verabschiedet haben. Gut, Herr Kollege Brüderle, Ihnen gestehe ich zu, dass Sie sich Ihr schlichtes Gemüt bewahrt haben. Aber der Rest ist doch Teil einer politischen Veranstaltung, die längst vor leeren Rängen abläuft, der Bürger. Und da machen Sie sich bitte nichts vor, meine sehr verehrten Damen und Herren aller Fraktionen. Der Bürger hat sich von der Politik weitgehend verabschiedet. Ich verstehe Ihren Unmut, vor allem bei den Kollegen der Grünen-Fraktion. Aber ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren von den Grünen, mit Ihrer Quote säße ich nicht in der Regierung, sondern bestenfalls im Vormittagsprogramm. Doch, Herr Kollege Fischer, das gilt auch für Sie. Dass der Bürger im politischen Durcheinander den Faden verloren hat, das ist nichts Neues. Aber dass Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, offensichtlich auch nicht mehr wissen, wo er ist, das gibt allerdings Anlass zur Sorge. Ich befürchte, sehr geehrter Kollege Kloß, die Lösung auf die anstehenden Fragen werden Sie in der Bild-Zeitung nicht finden. Und dass der Kollege Eichel die Übersicht völlig verloren hat, das steht spätestens fest, seit er auf jede Kritik stoisch mit der Behauptung reagiert, sie wäre falsch. Herr Kollege Eichel, ich kenne diesen Blick. Ich kenne diesen Blick der Ahnungslosigkeit, denn mit diesem Blick habe ich damals auf mein Mathematikabitur gestarrt, das zu Recht mit ungenügend benotet worden ist. Anstatt zu kichern, verehrter Kollege Herr Merz, wäre es vernünftiger und im Sinne der betroffenen Bürger, wenn Sie Ihrem Kollegen Eichel hilfreich zur Seite treten würden. Vieles, was Sie zur Steuerfrage beigetragen haben, war ja durchaus richtig und wurde von allen Fraktionen mit Beifall aufgenommen. Dann setzt euch zusammen und bringt gemeinsam die Kuh vom Eis. Wir warten darauf. Aber wie ich sehe, werden Sie offensichtlich woanders erwartet. Ich komme zum Schluss, meine sehr verehrten Damen und Herren, und möchte mich hier nicht nur mit Vorwürfen von Ihnen verabschieden. Eine gewisse neue Bescheidenheit in der Politik wird in der Bevölkerung durchaus dankbar zur Kenntnis genommen. So ist es sicher ein anzuerkennendes Zeichen von Sparsamkeit, wenn die Kollegin Merkel sich ihr Kostüm aus den Stoffresten der Bundestagsbestuhlung selbst schneidert und sich mit dem Kollegen Schilly den Friseur teilt. Selbstverständlich, Herr Bundeskanzler, von Ihnen lasse ich mich immer unterbrechen. Würden Sie mir gestatten, dass ich Ihre Bemerkung im Auftrag meines Innenministers entschieden zurückweise? Ich gestehe Ihnen zu, Herr Bundeskanzler, dass Ihre Kompetenz in Frisurenfragen größer ist als meine. Aber zu dem Rest meiner Ausführungen stehe ich. Ich weiß, dass wir kurz vor der Mittagspause stehen und dass der Kollege Fischer um diese Zeit immer etwas durchhängt. Ich sehe auch, dass der Kollege Müntefering bereits dabei ist, seine Bestellung beim Chinesen aufzugeben. Ich möchte deswegen den Sitzungsablauf hier nicht länger stören und bedanke mich für Ihre unerwartete Gastfreundschaft und Aufmerksamkeit. Danke.